so verstehen, dass man unten nochmal das M dran schreibt und das bedeutet eben diese Modulo-Arithmetik. Und dann kann man noch Minus von der Zahl machen, das ist also Minus A mod M. Und da kann man eigentlich schon gleich sagen, was das dann einfach ist. Das ist nämlich in der Regel M minus A, außer A ist gleich 0 und dann kommt 0 raus. Ja, also genau. Da hatten wir eben auch das Beispiel, also zum Beispiel sowas, wenn hier a minus 3 ist und m ist 5, ne? Und dann kam eben 5 minus 3 raus und das ist 2. Da hatten wir eigentlich eben schon das Beispiel. So, so jetzt nochmal ein paar Beispiele hier. Also 18 plus 8 modulo 24 ist 26, modulo 24 ist 2. 3 mal 4 modulo 7 ist 12, modulo 7 ist 5. Gut. Es gelten jetzt die üblichen Rechenregeln, kann man mal sagen. Man kann addieren, subtrahieren, multiplizieren, wie immer. Man kann zum Beispiel beim Addieren und beim Multiplizieren die Klammern weglassen. Das ist das sogenannte Assoziativgesetz. Und es gilt auch das sogenannte Vertauschungs- oder Kommutativgesetz. Also ist egal, ob die 3 hier steht und die 4 hier oder in einer anderen Reihenfolge zum Beispiel. So, machen wir nochmal ein anderes Beispiel. Wir rechnen Modulo 12. 5 mal 7 modulo 12 ist 35, modulo 12 ist 11. Okay, das ist kein unproblematisch. Machen wir mal ein anderes Beispiel. 3 mal 4 modulo 12 ist 12 modulo 12 und das ist 0. Hier haben wir doch einen Unterschied zum normalen Rechnen. Denn normalerweise ist es so, es ist vollkommen ausgeschlossen, dass eine Zahl ungleich 0 multipliziert mit einer anderen Zahl ungleich 0, 0 ergibt. Und das ist hier ist eben dummerweise genau der Fall. 3 mal 4 ist eben dann jetzt hier bei dieser Modulo-Arithmetik dann eben 0. Das ist nicht so toll. Also das ist ein Aspekt, den man vermeiden möchte. Also diese Regel möchte man halt auch noch haben, zusätzlich zu denen, die man jetzt bisher schon hatte. Und ja, woran liegt das? Das liegt eben jetzt gerade daran, dass 3 und 4 halt gerade beides Teiler von 12 sind und zusammen eben auf multipliziert 12 ergeben. Und wenn ich das vermeiden will, dann sollte ich eine Primzahl nehmen, weil dann kann das ja offensichtlich nicht auftreten. Müsste man jetzt noch beweisen, dass es dann wirklich nicht auftreten kann, aber auf jeden Fall ist es sehr naheliegend. Es ist auf jeden Fall klar, wenn ich keine Primzahl nehme, dann kann ich einfach Teiler geschickt miteinander multiplizieren, dann kommt nur raus. Und das reicht auch aus, Primzahlen zu nehmen. So, okay. Also wir für diesen sogenannten Modulus M nehmen wir jetzt eine Primzahl und damit bezeichnen wir ihn auch entsprechend also als Primzahl. Also P. So, jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Wir geben uns jetzt mal so eine Primzahl vor und eine andere positive Zahl, die kleiner ist als p und betrachten jetzt a hoch e modulo p. So, dieses Exponentieren ist jetzt wirklich sehr wichtig für das, was folgt. Und hier heißt a die Basis und e der Exponent. Wir machen also ganz normal a hoch e, aber mod p. Ja? Und wie bei der Multiplikation und der Addition auch. Beispiel. Sagen wir mal, p, dieser Modulus, ist 11 und a, die Basis, ist 2. Und dann schauen wir uns das einfach mal ganz explizit an. So, 2 hoch 0 ist einfach 1 und das bleibt auch dann dabei, ist einfach so. 2 hoch 1 ist 2, 2 hoch 2 ist 4, 2 hoch 3 ist 8. Okay, alles klar. Das war jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. 2 hoch 4 ist normalerweise das folgende, also das ist 16 und das rechnen wir so aus, indem wir 8 mal 2 nehmen. Und wenn ich 16 modulo 11 nehme, dann muss ich halt 11 abziehen, dann kommt 5 raus. So, jetzt mache ich so, dass ich immer von dem, was ich schon habe, ausgehe und dann mit 2 multipliziere. So, also ich muss jetzt zum Beispiel die 5 mit 2 multiplizieren, da kommt das nächste Ergebnis raus. Und jetzt muss ich die 10 mit 2 multiplizieren, kommt dann also 20 raus und dann muss ich dann die 11 wieder abziehen. Okay, also kommt dann 9 raus. So, jetzt muss ich wieder die 9 mit 2 multiplizieren, kommt 18 raus und wer die 11 abziehen, kommt also dann 7 raus und dann die 7 mal 2 kommt 14 raus, 11 abziehen kommt 3 raus und dann nochmal hier die 6. So, und das sieht ja super aus. Also ich habe nämlich jetzt das Folgende. Ich habe hier 10 Einträge. Ja, das geht von 0 bis 9 im Exponenten und ich habe hier genau alle Zahlen von 1 bis 10, aber in einer anderen Reihenfolge. So, und ich behaupte, das ist auch einigermaßen willkürlich, was hier steht, oder zufällig, sagen wir mal, und nicht vorhersehbar. Hier oben natürlich nicht. Solange ich nicht modulo rechne, ist auch ziemlich klar, was rauskommen muss. Ja, aber ich stelle mir das einfach so vor, ich rechne modulo einen großen Modulus, nicht jetzt 11 oder so, sondern ganz was Riesiges. Und der Anfang am Anfang, das ist einfach sehr, sehr klein. Und dann kommt was raus.
wenn ich hier in dem unteren Bereich bin, auf jeden Fall, was irgendwie zufällig aussieht. Das ist irgendwie so ein bisschen der Punkt. Ja, und es sollte irgendwie schwierig sein, das ist schon mal ein bisschen Vorgriff auf das Protokoll, von der rechten Seite zur linken zu kommen. Also von der linken zur rechten ist einfach und von der rechten zur linken ist schwierig. So, also ich habe hier diese 10 Zahlen, andere Reihenfolge. Was kommt als nächstes? Was ist 2 hoch 10? Okay, füge ich jetzt ein und kann man jetzt raten, welche Zahl kommt jetzt als nächstes? Ich habe jetzt einfach die hier alle zur Auswahl. Einen davon muss es sein, weil es muss ja einfach 1 zwischen 1 und 10 rauskommen. Okay, es geht oben wieder los. Ja? Und dann geht das hier wieder runter. Und das ist eben kein Zufall. Wenn ich unten angekommen bin, geht es oben wieder los, geht es wieder runter. Und dann geht es oben wieder los, geht es wieder runter. Und oben wieder los, geht runter. So, und dann geht es wieder von vorne los und so weiter. Also halten wir mal ein paar Eigenschaften hier fest, die wir hier sehen. Das Ergebnis ist nie 0. Das liegt daran, weil ich einfach immer aufmultipliziere. Diese 2 ist nicht 0, ich multipliziere auf. 11 ist eine Primzahl, kann nicht 0 rauskommen. Das habe ich vorher so erklärt. So, wenn ich jetzt hier von einfach die Exponenten von 0 bis 9 durchlaufen lasse, dann habe ich 2 hoch 0 bis 2 hoch 9. Das durchläuft dann das Ergebnis. Dieses Ergebnis durchläuft alle Zahlen von 1 bis 10. So, dann 2 hoch 10 modulo 11 ist 1, das ist das da oben. Und dann geht es wieder von vorne los. Und entsprechend ist 2 hoch 20 modulo 11 ist auch 1 und so weiter. Das heißt, wenn ich 2 hoch a modulo 11 ausrechne, dann ist das dasselbe, wie wenn ich 2 hoch 10 mal irgendwas plus a ausrechne. Wobei dieses irgendwas einfach auch wieder eine natürliche Zahl ist. Ja, also zum Beispiel 2 hoch 4 modulo 11 ist dasselbe wie 2 hoch 14 modulo 11 ist dasselbe wie 2 hoch 24 modulo 11 ist dasselbe wie 2 hoch 34 modulo 11. So, wenn ich mir das jetzt einfach mal überlege und von rechts nach links gehe, dann bedeutet das doch das Folgende, nämlich ich kann im Exponenten modulo 10 rechnen. Hier steht genau auch das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, nämlich insbesondere zum Beispiel 2 hoch 14 modulo 11 ist das Gleiche wie 2 hoch 4 modulo 11. Na, ich kann also im Exponenten modulo 10 rechnen. So, das sieht relativ harmlos aus, das ist sehr, sehr interessant. Ich rechne hier eigentlich modulo dieser Primzahl, modulo p. Und jetzt gehe ich zum Exponenten über und im Exponenten rechne ich modulo p minus 1. Ja, also ich rechne normalerweise modulo p, das ist eine Primzahl, und dann rechne ich im Exponenten modulo p minus 1 und p minus 1 ist garantiert keine Primzahl. Das kann jetzt jeder mal schnell beweisen. Ja, also es gibt zwei Arten von Primzahlen. Die eine ist 2 und dann ist Exponent 1 und dann ist p minus 1 1 oder alle anderen sind ungerade und dann ist p minus 1 gerade und gerade Zahlen sind keine Primzahlen. So, also ich halte das nochmal fest. 2 hoch e ist nie 0. Wenn ich e von 0 bis 9 durchlaufen lasse, durchläuft 2 hoch e alle Zahlen von 1 bis 10, aber in irgendeiner anderen Reihenfolge. 2 hoch 10 modulo 11 ist 1, dann geht es wieder von vorne los. 2 hoch a modulo 11 ist dasselbe wie 2 hoch 10 mal n plus a modulo 11 und das bedeutet dann insbesondere, wenn ich 2 hoch e modulo 11 ausrechnen will, dann kann ich den Exponenten modulo 10 nennen. Und das ist irgendwie sozusagen in einer gewissen Hinsicht allgemein richtig. In einer gewissen Hinsicht ist das allgemein richtig. Oder vielleicht genauer gesagt, man kann sowas immer erreichen. Und das möchte ich jetzt erläutern. So, da kommt ein anderer Mann ins Spiel, der schon länger tot ist. Genau, Gauss hier auf unserem alten 10-Mark-Schein. Und genau. Also es geht eigentlich hier so in einer gewissen Hinsicht los mit dem Erscheinen von dem Buch von Gauss, Disquisitiones Arithmeticae, im Jahr 1801, ein grundlegendes Buch zur Zahlentheorie. So, und da macht Gauss das Folgende. Wir nehmen mal eine beliebige Primzahl und so eine positive Zahl wie eben und wir machen dann dieses Exponentieren und Modulo-Rechnen und es gibt auf jeden Fall immer eine Zahl, sodass hier 1 rauskommt. Irgendwo geht es wieder von vorne los. Das ist jetzt nicht besonders tief. Und die kleinste solche Zahl nennen wir mal die Ordnung. In dem, was ich gerade gesagt hatte, war das 10, also p minus 1. So, und jetzt haben wir den folgenden Satz, der zum großen Teil auf Gauss zurückgeht, jedenfalls in seinem Kern, in dem schwierigsten Teil. Also erstens, die Zahlen von a hoch 0 modulo p bis a hoch Ordnung von a minus 1 sind alle verschieden. Ja? Also erstmal werden alle möglichen verschiedenen Zahlen durchlaufen und dann geht es wieder von vorne los, so wie eben.
So, das ist auch nicht so besonders schwierig. Und jetzt kommt die Kernaussage von Gauss. Es gibt eine so eine Zahl, so eine Basis, mit der Eigenschaft, dass die Ordnung genau P-1 ist. Und das ist das, was wir eben hatten. Das war, das ist genau so gewesen in dem Beispiel. Und das bedeutet, dass a hoch 0 modulo p bis a hoch p minus 2 modulo p alle Zahlen von 1 bis p minus 1 durchläuft. Das sind genau p minus 1 Zahlen. Und das ist das, was wir eben hatten. Das war eben war das 2 hoch 0 bis 2 hoch 9. Das sind genau diese 10 Zahlen gewesen. Ja? Und bei a hoch p minus 1 geht es dann wieder von vorne los. Das war genau das, was wir eben in dem Beispiel hatten. Und das gibt es. Und es gibt diese ausgewählte Basis. Sowas gibt es immer. Und allgemein kann man noch beweisen, dass die Ordnung immer ein Teiler von P minus 1 ist. Das heißt zum Beispiel, wenn der Modulus 11 ist, dann ist die Ordnung zum Beispiel 10, das hatten wir eben im Beispiel, oder 5 oder 2 oder 1. Und beide Zahlen können nicht vorkommen. Gut, alles klar. Gut, das merken wir uns jetzt mal. Gut, dann diskutieren wir mal, was der Logarithmus ist. Okay, das habe ich jetzt hingeschrieben. Wenn wir immer eine positive Zahl haben und dann nehmen wir so eine nicht negative Zahl, dann können wir nehmen a hoch e ist gleich b. Dann können wir das sozusagen umdrehen. Dann heißt e der Logarithmus von a zur Basis b. Und okay, hier ist schon ein Fehler. Das ist der Logarithmus von b zur Basis a. Tut mir leid. Das kommt auch ein bisschen daher, dass man b immer schon gerne als die Basis nimmt, aber in den kryptografischen Anwendungen hätte ich gerne A als Basis, deshalb habe ich jetzt hier den Fehler gemacht. Gut, aber die Notation ist trotzdem richtig. Also so, das ist richtig, das muss vertauscht werden, aber das ist richtig. So, der Logarithmus ist eindeutig bestimmt jetzt durch A und B, das ist jetzt dieser Exponent, ziemlich offensichtlich. Gut, und dann haben wir noch die ganz normale Regel für den Logarithmus, für hier diese drei Zahlen A, B und C. Das müssen wir uns mal merken. Gut, und das machen wir jetzt sozusagen zusammen mit dem Modulo-Rechnen. Okay. Also wir machen jetzt so eine Geschichte, die Primzahl, die Basis, und dann nehmen wir mal an, wir haben eine Zahl B, die wir so schreiben können, A hoch E modulo P. Und dann können wir sagen, dass der Exponent, den nennen wir jetzt den diskreten Logarithmus von b zur Basis a, und das ist die Bezeichnung. Ja, also so sieht's aus, das ist korrekt. Die kleinste solche Zahl, dieser kleinste solche Exponent, das ist der diskrete Logarithmus. Was bedeutet hier eigentlich diskret? Ja, was bedeutet eigentlich diskret? Heißt das sowas wie verschwiegen oder so? Nein, das heißt endlich. Also, oder unzusammenhängend. Also das ist mit dem Wort diskret gemeint. Das ist keine Anspielung auf irgendwas, was mit Verschlüsselung oder so zu tun hat. Gut. Machen wir ein Beispiel. Das ist jetzt aus der Tabelle. 2 hoch 8 modulo 11 ist 3. Und hier ist dann 8 diskrete Logarithmus von 3 zur Basis 2. Für diesen festen Modulus. Den Modulus müssen wir uns merken. Gut. Das diskrete Logarithmusproblem ist jetzt das folgende algorithmische Problem. Gegeben so eine Primzahl, eine Basis und eine weitere Zahl, die man eben so schreiben kann, dass wir überhaupt so einen diskreten Logarithmus haben, soll man den eben berechnen. Das ist eben das Problem. Das ist ein interessantes algorithmisches Problem. Und dieses Schlüssel-Austauschverfahren von Diffie und Hellman beruht auf diesem Problem. Also die Schwierigkeit von diesem Verfahren oder die Sicherheit von dem Verfahren hängt entscheidend davon ab, wie schwierig dieses Problem hier ist. So, und das machen wir jetzt. Jetzt kommt die größte Innovation dieses Vortrages und die lautet wie folgt. Wir machen jetzt nicht Alice und Bob, sondern wir machen jetzt, das ist meine Innovation, wir machen jetzt Witt und Martin. Witt und Martin einigen sich in der Öffentlichkeit auf eine große Primzahl und so eine Basis. Und dann wählt jeder von beiden zufällig, möglichst zufällig, ein X und ein Y. Und dann wird das hier verschickt. Und dann haben die beiden
eine gemeinsame Information. Und ob es ein Geheimnis ist, ja, es kommt drauf an, ob man das ausrechnen kann. Ja, und zwar wie folgt. Genau, also, Wit hat ja Y, groß Y, weil es ihm ja gerade geschickt worden ist. Und er hat ja klein x, weil er es ja selber gewählt hat. Dann hat er noch P, weil das sowieso öffentlich ist. Ja, und dann kann er das so ausrechnen. Martin kann das ausrechnen und das Ergebnis ist das gleiche. Das Ergebnis ist A hoch XY modulo P. Na, wenn man es einfach mal auflöst, wenn ich groß X hoch klein Y nehme, dann ist das A hoch XY. Das ist das gemeinsame Geheimnis. Genauer gesagt, das ist jetzt überhaupt erstmal die gemeinsame Information, denn ob es ein Geheimnis ist, wie ich schon sagte, das hängt davon ab, ob man es berechnen kann. So, wenn das jetzt jemand belauscht, was müsste er jetzt machen, um dieses sogenannte, sagen wir mal, angebliche Geheimnis hier zu berechnen? Also, er kennt P, er kennt A, er kennt Groß X, er kennt Groß Y und er soll das hier berechnen. So, das ist einfach die Aufgabe. Das ist einfach die Aufgabe. So, also der so Lauscher hier, der kennt jetzt die Primzahl, die Basis, Groß X, Groß Y und soll eben das berechnen. Ja, das ist ein neues Problem gewesen, das hat dann einen Namen bekommen und zwar Diffie-Hellman-Problem, ganz einfach. Das ist das sogenannte Diffie-Hellman-Problem. So, was hat das mit dem diskreten Logarithmus zu tun? Der Punkt ist der folgende. Wenn man das kleine x berechnen kann, dann kann man auch Groß Y hoch klein x machen und dann kommt das raus. Und das kleine x zu berechnen, bedeutet gerade hier einen diskreten Logarithmus zu berechnen. Wir haben ja gegeben die Basis, das Ergebnis und den Modulus. Und den Exponenten wollen wir eben rausfinden. Also wenn wir das diskrete Logarithmusproblem in diesem Fall lösen können, dann haben die beiden kein Geheimnis. Ja, so. Genau. Also hängt die Sicherheit dieses Protokolls in wesentlicher Weise von der Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems ab. Es ist noch eine andere Sache, ja, ob das vielleicht leichter ist, das Protokoll zu lösen, zu brechen. Das könnte ja auch sein. Man weiß allerdings keine Methode, man kennt keine Methode, das Diffie-Hellman-Problem zu lösen, ohne einen diskreten Logarithmus zu berechnen. Man vermutet, dass die beiden Probleme schwer sind. Gleich schwer sind. Jetzt möchte ich aber noch was anderes sagen. Ich hatte nämlich gerade gesagt, die Schwierigkeit die Sicherheit dieses Protokolls hängt, von der Schwierigkeit dieses Diffie-Hellman-Problems ab. Und das stimmt in einer gewissen Weise. Und in einer gewissen Weise stimmt es auch irgendwie wieder nicht. Es stimmt, dass wenn der Lauscher dieses Problem lösen kann, dann ist das Protokoll gebrochen. Das ist aber keine Genau-Dann-Wenn-Beziehung. Im Sinne von, es ist unbedingt notwendig, dass ein Angreifer das macht, um das Protokoll zu brechen. Es gibt nämlich noch andere Methoden. Wenn es ein Lauscher ist, dann stimmt das, was ich gesagt habe. Aber wir können ja nicht davon ausgehen, dass sozusagen ein böser Mensch unbedingt nur ein Lauscher ist. Der kann ja auch noch mehr machen. Und was hier jetzt relevant ist, ich stelle mich jetzt einfach mal in die Mitte, auch wenn ich da genau in den Beamer gucke, ist, ich kann jetzt einen sogenannten Man-in-the-Middle-Angriff machen. Ich sage einfach zu Wit, hallo, ich bin Martin. Und zu Martin sage ich, hallo, ich bin Wit. Und ich vereinbare mit beiden einen Schlüssel. Und dann habe ich mit beiden ein Geheimnis und dann kommt die verschlüsselte Botschaft an von Wit zu Martin. Ich fange die ab, ich entschlüssel sie, lese sie, verschlüssel sie wieder und schicke sie ab. Und dann weiß ich ja alles und die merken es nicht. Das ist eigentlich offensichtlich und das ist so offensichtlich, das wurde auch gerade in Ihrem Workshop auch sogar besprochen. Also das ist das Problem der Authentisierung, das ist eigentlich vollkommen klar. Wenn sich einfach zwei Personen nicht ins Auge sehen, dann ist auch irgendwie klar, dass sie nicht wissen, mit wem sie reden. Das ist eigentlich einfach selbst evident, aber man muss es trotzdem mal gesagt haben. Also, das Protokoll ist als solches erstmal vollkommen unsicher, weil die Authentisierung fehlt. Es gibt diesen sogenannten Man-in-the-Middle-Angriff. Die beiden Personen müssen sich gegenseitig ausweisen, damit das Problem gelöst werden kann oder
Ja, oder sie machen das Auge zu Auge, aber das wäre dann das Protokoll irgendwie sinnlos. Und also man muss dann also die Authentisierung in dieses Protokoll einfügen. Und ja, wenn das dann gemacht ist, dann kann man in der Tat sagen, dass die Sicherheit wirklich in einer strengen Art und Weise auf dem Diffie-Hellman-Problem beruht. Das heißt, das Protokoll ist genau dann sicher in einer explizit spezifizierten Art und Weise, wenn das Diffie-Hellman-Problem schwer ist. Und das kann man mathematisch exakt definieren und beweisen. Und man vermutet jetzt weiterhin, dass die Schwierigkeit des Diffie-Hellman-Problems genauso hoch ist wie die Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems. Und wenn man das dann alles gemacht hat, dann kann man sagen, jawohl, wir haben hier ein Protokoll, dessen Schwierigkeit beruht auf der Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems, oder die Sicherheit des Protokolls beruht auf der Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems. Gut, und da muss man nur noch die Parameter geeignet werden. Ja, jetzt kommt der nächste Teil, ist Angriffe. Und wir werden jetzt Angriffe diskutieren auf dieses Protokoll. Und ausgehend von den Angriffen werden wir dann Alternativen, leichte Alternativen suchen, und das wird uns dann sehr natürlich zu elliptischen Kurven führen. Es gibt zwei Arten von Angriffen, grob betrachtet, kann man sagen. Die erste Art von Angriff ist die sogenannte Kollisionsmethode. Idee ist, man betrachtet sozusagen zufällige Potenzen, auch I mod P und, ja, ist nicht ganz eine Potenz, auch J mal B mod P. Und diese werden abgespeichert und alle mit allen verglichen. Ja, das ist die Idee. Okay. Ist das das Gleiche wie Brute Force? Ist das das Gleiche wie Brute Force? Nein. Ist nicht das Gleiche wie Brute Force. Okay, da komme ich gleich drauf. Also, ich speichere die ab, vergleiche die alle miteinander. Wie das geht, wie das effizient geht, ist noch eine andere Sache, aber kann man mit einem Sortieralgorithmus vielleicht machen oder so. Gibt es noch mehr Ideen, werde ich auch gleich drauf eingehen, aber so als erstes, wir gehen mal davon aus, dass dieser Vergleich irgendwie möglich ist. Das ist jetzt nicht der entscheidende Punkt, wir sind ja nur bei der Idee. Also, nehmen wir mal an, wir haben so eine sogenannte Kollision, dann können wir hier die Exponenten miteinander vergleichen, das heißt logarithmieren. Wir logarithmieren zur Basis a und haben dann hier den Logarithmus, ist i, der Logarithmus hier ist j, aus dem Mal wird plus, deshalb habe ich Ihnen das eben hingeschrieben, damit wir das alles nochmal merken. Also nochmal merken, ja, wir haben hier den Logarithmus von b zur Basis a, das ist das, was gesucht ist, und wir müssen hier modulo denjenigen nehmen, ja, wo wir sozusagen diese Rückkehreigenschaft haben, ja. Also modulo eben dieser Ordnung von a, deshalb habe ich die eben auch eingeführt. Sie können von mir aus davon ausgehen, dass die p minus 1 ist, aber die kann eben auch eben kleiner sein. Und das ist eben nochmal die Eigenschaft, ist eben, dass a hoch die Ordnung von a modulo p ist 1. Und da muss halt hier modulo eben genau dem hier nehmen, damit man diese Gleichheit hier eben hat. So, okay, und mal lösen, und wir haben dann also einfach auf die andere Seite bringen und haben jetzt diese Lösung. So. Okay, also das ist eigentlich irgendwie, ja, vielleicht relativ klar. Die Frage ist nur, warum macht man das? Und wie viele Zahlen muss man hier sozusagen, ja, wie viele Exponenten muss man hier nehmen, wie viele Zahlen muss man hier abspeichern, um mit großer Wahrscheinlichkeit so eine sogenannte Kollision hier zu finden? Ja, deshalb habe ich eben gefragt, ist das so wie Brute Force? Ist das sowas wie, ja, wir müssen alles, was möglich ist, durchprobieren, alle Exponenten durchprobieren, oder vielleicht die Hälfte, dann ist vielleicht so vom, ja, also die nach der Hälfte vielleicht, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger vielleicht, so. Die Antwort ist nein. Man muss nur ungefähr die Wurzel machen, nur die Wurzel. Okay, das werde ich gleich nochmal kurz erläutern. Was ich auch noch sagen möchte ist, man muss diese Geschichte mit dem Abspeichern hier gar nicht machen. Das habe ich jetzt nur gemacht, um das ein bisschen einfacher zu machen. Man muss eigentlich immer nur eine bestimmte Zahl abspeichern, und immer wenn man eine neue Potenz berechnet hat, immer nur mit einem Vorgänger vergleichen. Oder es gibt auch Varianten, wo es ein ganz paar Vorgänger sind, aber der Speicheraufwand ist minimal, und das ist nicht das Problem im Algorithmus. Ja. Wie das geht, werde ich jetzt nicht darauf eingehen. Das ist jetzt hier nicht das entscheidende Vortrag. Gut, jetzt werde ich mal motivieren, warum da so eine interessant gute Laufzeit rauskommt, das mit der Wurzel aus der Ordnung. Okay, also 23 Leute
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ungefähr 35. So, 35 Leute, okay. Ich habe hier gesagt 23. 23 Leute in einem Raum. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei davon am selben Tag Geburtstag haben? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei von ihnen am selben Tag Geburtstag haben? Soll ich wetten, zwei von ihnen haben denselben am selben Tag Geburtstag oder soll ich dagegen wetten? Wo sind die Chancen höher? Ich nenne keinen Tag. Nein. Ich sage nur, zwei haben am selben Tag Geburtstag. Ist größer als 50%. Ist extrem hoch. Das ist die Kollision. Die Kollision besteht darin, dass zwei Leute am selben Tag Geburtstag haben. Das ist dieselbe Idee. Warum ist das so? Ja, ich habe den Tag nicht genannt. Ja. Das kann man sich eigentlich ganz leicht überlegen, wenn man die Kollision einfach mal aufteilt. Die ersten 12 Personen, über die mache ich keine Betrachtung erstmal. Gut, was erstmal passieren kann, zwei von denen haben am selben Tag Geburtstag oder nicht. Wenn zwei von 12 am selben Tag Geburtstag haben, habe ich schon gewonnen. Wenn nicht, okay, dann haben die eben an allen verschiedenen Tagen Geburtstag. Grob betrachtet, so ungefähr einer pro Monat. Ja, ich meine, so. Und jetzt habe ich 11 Personen zur Auswahl. Und bei jeder einzelnen Person habe ich die Wahrscheinlichkeit von 1/30, dass ich einen der vorgegebenen Geburtstage finde. Bei jeder. Und ich habe aber noch 11 Personen zur Auswahl. Bei jeder 1/30. Und das ist schon ziemlich viel. Und die Lösungen sind noch ein bisschen besser, weil ich diese Aufteilung gemacht habe, die nicht ganz optimal ist, aber das ist im Wesentlichen der Punkt. Okay. Also, ist extrem hoch, diese Wahrscheinlichkeit, und deshalb funktioniert es. Punkt. Okay. Jetzt kommen wir zum nächsten. Ich habe gesagt, es gibt im Wesentlichen zwei Angriffsarten. Das eine ist die Kollisionsmethode und die andere Methode ist die sogenannte Relationenmethode. Und das ist das Interessante. Das ist das, was jetzt hier wirklich interessant ist. Gut, die Relationenmethode ist vielleicht auf den ersten Blick noch ein bisschen schwieriger. Deshalb werde ich es auch noch ein bisschen genauer erklären. Wir geben uns mal so eine Primzahl vor und dann noch so eine andere Zahl, die jetzt als Basis fungiert, und die Ordnung davon ist genau p minus 1. Das heißt, wenn ich damit durch die Exponenten gehe, dann wird jede Zahl, die kleiner ist als p minus 1, dann getroffen. So wie, als ich das gemacht habe mit Modulo 11, wo auch wirklich jede Zahl getroffen wurde. Jede Zahl zwischen 1 und 10 wurde getroffen. So mache ich sie auch. Das heißt insbesondere, jede positive Zahl kleiner gleich minus 1 kann ich schreiben als a hoch irgendwas modulo p. Also sie hat einen diskreten Logarithmus. Jede Zahl hat einen diskreten Logarithmus. So, und wir wollen jetzt diskrete Logarithmen zu dieser vorgegebenen Basis berechnen. Ja, zu dieser Basis, aber es funktioniert dann auch mit jeder anderen. Wenn man es zu einer kann, dann kann man es auch zu jeder. So, nehmen wir mal an, wir haben die folgende Tabelle. Wir haben eine Tabelle, die sozusagen für kleine Primzahlen die Logarithmen enthält. Den Logarithmus zu 2, zu 3, zu 5, zu 7, bis irgendwo hin. Wenn ich jetzt sage Logarithmus, meine ich diskreten Logarithmus. Ja? Also, nehmen wir es mal an, bis irgendwo hin. Ja? Bis zu irgendeiner Schranke. Ja? Für alle Primzahlen, die unterhalb von einer vorgegebenen Schranke sind. Nehmen wir es mal an. Ich behaupte, diese Tabelle ist nützlich, wenn ich einen beliebigen diskreten Logarithmus berechnen will. Die ist so nützlich, wie eine normale Logarithmentafel nützlich ist. Nun, wir sind jetzt alle im elektronischen Zeitalter, da benutzt man relativ wenig Logarithmentafeln, aber das hat man ja immerhin mal gemacht und die waren ja auch nützlich. Gut, und jetzt erkläre ich, warum das so ist. Wenn ich jetzt einen beliebigen diskreten Logarithmus berechnen will, dann mache ich einfach das Folgende. Okay, ich gucke erst mal nach, ob b eine Primzahl ist, die kleiner ist als meine Schranke. Und dann, wenn das der Fall ist, gucke ich meine Tabelle. Dann bin ich fertig. Die Schranke sollte aber so mittel sein. Nicht besonders groß, nicht so besonders klein. Die Wahrscheinlichkeit, dass das der Fall ist, ist nicht so besonders hoch. Da machen wir mal was anderes. Wir modifizieren. Wir betrachten nicht b, sondern a hoch i mal b mod p. Und das gucken wir mal in der Tabelle nach. Das machen wir so lange, bis wir sozusagen eine Lösung finden. Und können wir noch ein bisschen verbessern. Das muss jetzt nicht eine Primzahl sein, sondern das muss nur faktorisieren, wobei das eben alles Primzahlen sind, die in meiner Tabelle vorkommen. So,
Wenn ich das nämlich habe, dann kann ich hier wieder logarithmieren, dann kommt das i runter, dann kommt hier der Logarithmus, dann kann ich hier dann entsprechend auch die Logarithmen hinschreiben, mit der Addition hier oben ist die Multiplikation. Das Ganze muss ich modulo rechnen und das ist in dem Fall modulo p-1, weil die Ordnung, modulo der ich normalerweise rechnen muss, ist in dem Fall p-1. So, also habe ich hier diese schöne Gleichung. Also wenn ich also diese Tabelle habe und wenn ich hier also das hier irgendwie, naja, so durchprobiere, bis ich sowas habe, dann habe ich diese schöne Gleichung. Und dann kann ich umstellen, kann ich einfach das i auf die andere Seite bringen und dann habe ich die Lösung. Es gibt ja noch vielleicht das kleine Problem mit dem Faktorisieren. Also ich mache a hoch i mal b mod p und das muss jetzt irgendwie faktorisiert werden, um das dann nachzugucken. Das klingt auch wie ein schwieriges Problem. Faktorisieren ist auch ein schwieriges Problem. Aber wir stellen uns mal auf den Standpunkt, dass in der Tabelle nicht so wahnsinnig große Primzahlen durch vorkommen. Und deshalb mache ich das einfach sozusagen mit Brute Force. Ich gucke einfach mal, ob das durch 2 teilbar ist. Wenn ja, dann teile ich durch 2. Und dann gucke ich nochmal, ob es durch 2 teilbar ist und so weiter, bis es nicht mehr der Fall ist. Dann teile ich durch 3, dann teile ich durch 5, dann teile ich durch 7 und so weiter, bis ich das alles durchprobiert habe. Also das Faktorisieren ist jetzt nicht das Thema, dafür brauchen wir keinen unglaublich effizienten Algorithmus. Wir machen das mit Brute Force. Gut, also, das heißt, ich muss hier eigentlich einfach nur sozusagen ausprobieren. Und irgendwann habe ich das. Und natürlich ist klar, je größer die Tabelle ist, desto besser. Denn wenn die Tabelle größer ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das hier passiert, einfach größer. Andererseits muss ich die Tabelle ja erstmal generieren. Ja? Und das sollte vielleicht so sein, je größer die Tabelle ist, desto schwieriger ist es, so eine Tabelle erstmal zu generieren. Aber die Frage ist, wie generieren wir überhaupt erstmal so eine Tabelle? Das ist erstmal überhaupt die Frage. Ja, die Idee ist wieder mit Brute Force. Ja, aber das ist nicht so eine gute Idee. Wie berechnen wir eine solche Tabelle? Also wir geben uns eine Primzahl vor, einen Modulus und diese Schranke und wir sagen jetzt, okay, zu allen Primzahlen unterhalb von dieser Schranke wollen wir den diskreten Logarithmus kennen. Wie geht das? Und da haben wir eine sehr schöne Methode von ein Mathematiker, der heißt Moritz Kreitschik, und das ist auch schon sehr lange her. Das ist auch schon fast 100 Jahre her, dass er diese Methode aufgestellt hat. Das ist übrigens älter als die Kollisionsmethode und war nicht dafür gedacht, kryptografische Anwendungen zu haben. Gut. Interessant. Also, die Antwort da auf die Frage, wie man so eine Tabelle macht, ist grob gesagt so ähnlich, aber ein bisschen schwieriger. Und zwar betrachten wir jetzt a hoch i mod p für i gleich 1, 2, 3 und so weiter. Sagen wir, gehen es einfach durch. Ein bisschen geschickter wäre, das zufällig zu wählen. Und dann machen wir wieder dasselbe wie vorher. Wir betrachten auch i mod p und versuchen das zu faktorisieren. In derselben Art und Weise, wie wir das vorher gemacht haben. Genau dieselbe Fragestellung. Und wenn wir das haben, dann wird wieder logarithmiert. Also das ist sehr, sehr ähnlich wie das, was wir vorher haben. Und dann haben wir eine Information. Wir kennen nicht diese Zahl, die nächste, die nächste, die nächste, die nächste. Wir kennen die alle nicht, aber wir wissen, die Summe ist i. Und das ist eine Information. Das ist eine Information. Und die Idee ist sozusagen, hier stehen alles Unbekannte. Und wenn wir ungefähr so viele Informationen haben wie Unbekannte, dann können wir das auflösen. Das werde ich jetzt erläutern. Ja, also wir speichern das ab und die Idee ist, wenn ich ungefähr so viele Sachen abgespeichert habe, wie ich hier Unbekannte habe, weil die Dinger sind wirklich unbekannt, diese Logarithmen, dann kann ich das lösen. Und das werde ich jetzt erläutern an einem Beispiel. Beispiel, p ist 83. Ich habe jetzt hier große Buchstaben genommen. A ist 2, das ist also dasselbe wie das kleine a vorher. Die Schranke ist 7 und die Primzahlen sind 2, 3, 5 und 7. Das sind die Primzahlen unterhalb von dieser Schranke. Okay, ich hätte auch sagen können, die Schranke ist 10. Dann wären die Primzahlen immer noch die gleichen gewesen. Okay. So, also, ich will eine Tabelle machen für diesen Modulus mit diesen 4 Primzahlen. Ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig schwierig, ich könnte es auch einfach ausprobieren. Ich mache das jetzt aber mit der Methode. 2 hoch 1 Modulo, 83 ist 2, 2 hoch 2 und so weiter, gibt mir keine neuen, wirklich wahnsinnig tollen Informationen. Ich muss schon mal irgendwie mal Modulo rechnen. Und das erste Mal, wo das wirklich passiert ist, 2 hoch 7 Modulo 83 ist 45 und das kann ich so faktorisieren. Und das ist gut. Das ist meine erste Information. Dann 2 hoch 8, ey, ist doch super.
Da habe ich einen Glückstreffer gemacht. 8 ist 7. Das heißt, der Logarithmus von 7 zur Base 2 ist 8. Fertig. 2 hoch 9 ist nichts Neues, weil 2 hoch 9 ist irgendwie sozusagen ein triviales Ergebnis. Mathematiker sagen immer so gerne trivial. Ist trivial zusammengesetzt aus dem ersten und dem dritten. Wenn ich die einfach multipliziere, kommt das raus. Und das ist nicht gut genug. Ja, ich will wirklich was substanziell Neues. Nicht was, was ich auf so eine einfache Art und Weise erhalten kann. Das ist keine neue Information. 2 hoch 10, das Gleiche. 2 hoch 11, oh, wieder das Gleiche. 2 hoch 12, ja, Modulo 83, 29 ist nicht in der Tabelle. Wenn ich mich dafür interessieren würde, wäre das schön, aber ist nicht mein Ziel. Dann wieder keine neue Information. Das ist zusammengesetzt aus dem ersten. Das ist auch nicht so toll, weil 11 ist nicht in meiner Tabelle. Bringt auch nichts. Das ist auch nicht. Das ist dieselbe Information wie die hier. 2 hoch 8, ja, 7, 2 hoch 16, naja, 7 Quadrat. Auch nicht so toll. Und 2 hoch 17, Modulo 83 ist 15. Oh, da habe ich jetzt aber endlich mal ein bisschen Glück gehabt. Ist 3 mal 5. Und das ist eine neue Information. So. Und jetzt wird logarithmiert. Aber nur die wichtigen Sachen. Das heißt, das hier, das, das und das. Das hier liefert mir sofort das Ergebnis. Der Logarithmus von 2 zur Basis 2 ist 1. Da hätte ich auch gar keine Rechnung machen brauchen, das ist eh klar. Der Logarithmus von 7 zur Basis 2 ist 8. Und hier habe ich eine Information und hier habe ich eine Information. Und es ist eben a priori nicht klar, wie der Logarithmus von 3 ist und wie der von 5 ist. Aber aus diesen beiden Informationen kann ich das erhalten. So. Um noch was zu erläutern, werde ich jetzt auch noch gleich das hier logarithmieren. Also, wir logarithmieren alles, was hier steht. Zum Beispiel, das ist vielleicht das Interessanteste, ist vielleicht zum Beispiel das hier, logarithmiert zur Basis 2 ist 7 auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich 2 mal den Logarithmus von 3 plus den Logarithmus von 5. Okay, das führt auf die folgenden Gleichungen. Das ist genau die Zeile, die ich eben gesagt habe. 2 mal den Logarithmus von 3 plus 5 ist 7. Plus mit Modulo-Arithmetik. Und Modulo, wir rechnen nicht Modulo P, wir rechnen Modulo P minus 1. Deshalb habe ich das eben auch so betont. Weil wir nämlich im Exponenten rechnen. Und im Exponenten rechnen wir immer Modulo P minus 1. Das ist nicht so leicht. Ja, das ist wirklich nicht leicht. Ja, dass man hier nicht 83 hinschreibt, sondern 82. Also gut, man kann sich das vielleicht merken, aber es ist subtil und und man kann lange darüber reflektieren. So, okay, also wir haben jetzt diese Gleichungen hier. Hier steht sofort das Ergebnis, hier steht sofort das Ergebnis. Das hier ist das, wo ich vorher gesagt habe, das liefert keine neue Information. Und das sehen wir jetzt hier auch nochmal, dass diese Zeile hier aus der Addition von der und der Zeile, von der ersten und der dritten Zeile entsteht. Ja? Wer ein bisschen was weiß über lineare Gleichungssysteme, das ist keine neue Information. Das ist keine neue Information. Wir haben hier ein sogenanntes lineares Gleichungssystem Modulo 82. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen jetzt hier nochmal das hier berechnen, also Logarithmus von 3 und Logarithmus von 5. Und das machen wir so, wie man das sowas macht. Wir müssen diese Zeilen hier geschickt addieren oder subtrahieren. Ja, und wie machen wir das zum Beispiel, wenn wir den Logarithmus von 3 berechnen wollen? Dann nehmen wir hier diese Zeile hier und ziehen die ab. Okay? Also 2. minus 5. ist Logarithmus von 3 ist 7 minus 17 Modulo 82. So, 7 minus 17 ist minus 10 und das Modulo 82 ist 72. Wenn ich minus 10 durch 82 teile, ist der Rest 72. Das hatte ich am Anfang erklärt. Weil der Rest ist immer positiv. So, wie kriegen wir den Logarithmus von 5 raus? Ja, da müssen wir vielleicht das Folgende machen. Wir nehmen zweimal die zweite Zeile. Nein, falsch. Wir nehmen die zweite Zeile und ziehen die fünfte zweimal ab. Dann haben wir hier zweimal den Logarithmus, minus zweimal den Logarithmus. Ah, da steht hier was Negatives. Steht der Logarithmus von 5 minus 2 mal den Logarithmus von 5, dann steht das Negatives. Da machen wir es doch lieber umgekehrt. 2 mal die fünfte Zeile minus die zweite Zeile. Okay, dann fällt das minus das, fällt dann weg. Und dann wieder 2 mal das minus das ist einmal das. Okay, 2 mal die fünfte Zeile minus die zweite Zeile ist der Logarithmus von 5, ist gleich 2 mal 17
Minus 7 modulo 82, okay, das ist nicht schwierig, kommt einfach 27 raus. Muss man nicht modulo rechnen. Gut, jetzt ist alles fertig. Wir haben den Logarithmus von 2, wir haben den Logarithmus von 7, wir haben den Logarithmus von 3 und wir haben den von 5. Also wir haben alle. Das war das Ziel. Fertig. Ich werde das jetzt noch mal ein bisschen systematischer darstellen, wie man das gerne aufschreibt, auch für einen Algorithmus. Das ist alles ziemlich unübersichtlich. Wie würde man das abspeichern? Da muss man eine schöne Tabelle machen. Man kann auch sagen, eine Matrix. Und zwar als Information schreibe ich oben die Primzahlen hin, 2, 3, 5 und 7. Und hier sind die Koeffizienten, die vor den Logarithmen stehen. Hier steht einmal der Logarithmus von 2. Ja, und dann ist hier eine 1. Und hier steht zweimal der Logarithmus von 3. Plus einmal den Logarithmus von 5 ist 7. Einmal den Logarithmus von 7 ist 8. Das ist hier die überflüssige Zeile. Das ist die Addition von der Zeile und der Zeile. Und dann noch die letzte Zeile. Und die kann man dann auch addieren und subtrahieren, so wie vorher. Das ist genau dieselbe Operation wie die, die wir vorher gemacht haben. Wie zum Beispiel das hier minus das ist diese Zeile und das ist dann das Ergebnis. Oder zweimal diese Zeile minus diese Zeile. Dann ist das das Ergebnis. Wer sowas schon mal gesehen hat, sollte das nicht neu sein. Das nennt man lineare Algebra, Matrizenrechnung. Ich glaube, dass das viele Leute mehr oder weniger kennen. Das einzige Problem ist, wir rechnen hier Modulo 82. Okay. Gut, also hier sind dann die Logarithmen. Gut. Okay. So, schauen wir mal auf die Uhrzeit. Okay. Jetzt vergleichen wir mal die beiden Methoden. Wir haben die Kollisionsmethode und wir haben die andere, die Relationenmethode. Und die Komplexität oder Laufzeit von der Kollisionsmethode wird von der Ordnung bestimmt. Ja, das hatte ich eben auch gesagt. Ja, also was für Exponenten sind hier überhaupt relevant? Also wie groß kann der Logarithmus überhaupt werden? Ja, und das bestimmt die Komplexität bei dieser Methode. Stichwort Geburtstagsparadox. So, die Abhängigkeit von P ist minimal. Wir brauchen P nur zum Rechnen. Wir müssen also Modulo P rechnen, das ist aber alles. Und die Komplexität wird wirklich von dieser Ordnung bestimmt. Und ja, ich hatte sie auch schon genannt, im Wesentlichen, das war die Wurzel aus dieser Ordnung. Und man kann das noch verfeinern. Man kann auch noch sagen, die Komplexität wird vom größten Primteil der Ordnung bestimmt, vom größten Primzahler. Das heißt, wenn ich möglichst sicher gehen will, dann sollte diese Ordnung eine Primzahl sein, und zwar eine große. Außerdem ist der Speicherverbrauch minimal und die Methode ist sehr gut parallelisierbar. Das hatte ich eben schon angedeutet. So, das ist die erste Methode. Und jetzt kommt die zweite. Es sieht sehr anders aus. Es kommen einfach vollkommen andere Ergebnisse, die von anderen Parametern abhängen. Die Komplexität und Laufzeit hängt hier ausschließlich von P ab. Ausschließlich. In Abhängigkeit von P ist die Methode aber überraschend performant und die Methode kann auch noch zusätzlich sehr stark verbessert werden und es gibt einen ständigen Fortschritt hier im Gegensatz zur Kollisionsmethode, die mehr oder weniger starr ist, die nicht verbessert werden kann in einer gewissen Hinsicht. Okay, also wir haben zwei Parameter, P und die Ordnung und die Sicherheit hängt eben von beiden ab, weil wir beide Methoden haben. Hier kommt auch noch dazu, dass der Speicheraufwand enorm ist, weil man so viel abspeichern muss, habe ich ja gerade gesagt, diese ganzen sogenannten Relationen in dieser sogenannten Matrix. Und die Methode ist mehr oder weniger aus demselben Grund nur teilweise partiell parallelisierbar. Genauer gesagt, der erste Teil, das Finden der Relation, ist parallelisierbar und der zweite Teil, die lineare Algebra, ist nur extrem schwer parallelisierbar. Gut, was auch interessant ist, diese Relationenmethode kann auch fürs Faktorisieren benutzt werden, Stichwort RSA. Und da kriegt man im Wesentlichen dieselben Ergebnisse. Ist nur ein bisschen leichter. Algorithmisch leichter, aber ein bisschen schwerer darzustellen. Die Methode ist algorithmisch leichter, aber weniger benutzerfreundlich, sagen wir mal. Also für einen Vortrag weniger gut darstellbar. Es ist ein bisschen leichter, weil hier, weil man bei der linearen Algebra rechnet man bei RSA Modulo 2 und hier rechnen wir Modulo P minus 1. Das ist ein kleiner Unterschied, Modulo 2 rechnen ist leichter. Deshalb ist RSA ein bisschen sozusagen leichter, ein bisschen anfälliger bezüglich der Methode, aber wie gesagt auch nur ein bisschen. So, jetzt stellen wir mal die Rekorde dar.
Das ist nämlich jetzt wirklich sehr interessant, das sieht man das sehr gut. Also bei der Kollisionsmethode sollte man fairerweise von vornherein davon ausgehen, dass die Ordnung eine Primzahl ist. Sonst kann man das irgendwie nochmal aufteilen und so weiter. Das ist dann nicht sinnvoll, das ist kein sinnvoller Vergleich. Also nehmen wir mal an, die Ordnung ist eine Primzahl, dann ist der Rekord liegt bei 112 Bit. Bei der Relationenmethode kommt es ja auf P an und da liegt der Rekord bei 596 Bit. Okay, das ist ja schon ein Unterschied. Und bei RSA liegt der Rekord sogar bei 768 Bit. Okay. Und man kann jetzt auch noch das Weitere sagen, hier ist mehr Aufwand getrieben worden als hier. Das heißt, man sollte davon ausgehen, dass mit einem ähnlichen Aufwand man auch einen Rekord auf jeden Fall im Bereich von 700 Bit hier erreichen kann. Okay? So, das heißt, P muss 700 Bit haben. Das hat Auswirkungen auf meinen Schlüssel, nämlich auf den öffentlichen Schlüssel. Beim privaten Schlüssel, Entschuldigung, ich weiß, in einem anderen Verfahren, aber gut, ich sag den Satz jetzt zu Ende, weil es gerade bei einem Public-Key-Verfahren, aber ich sag den Satz jetzt zu Ende, interessiert vielleicht doch den einen oder anderen. Wenn ich ein Public-Key-Verfahren mache mit dem diskreten Logarithmusproblem, dann dominiert das hier den Komplexität des öffentlichen Schlüssels und das die Komplexität des privaten Schlüssels. Gut, aber ich war jetzt nur... Achso. Ich habe das nicht ganz verstanden bei diesem RSA, da habe ich ja ein P und ein Q eigentlich. Also was ist jetzt genau das P? Ist das die größere oder die kleinere Primzahl? Okay, also die Antwort ist, was ich hier P nenne, entspricht beim RSA dem Produkt. Das ist das, was ich faktorisieren möchte. Okay, und eine weitergehende Antwort kann ich jetzt dazu nicht geben. Außerdem sollten P und Q ungefähr gleich groß sein. Also von daher stellt sich die Frage in der Hinsicht jetzt nicht so wirklich, aber es geht, die Komplexität wird von diesem Produkt bestimmt. Und das ist die Analogie. Also die Analogie besteht nicht darin, dass wir hier eine Primzahl haben. Okay? Okay. Also jedenfalls ist das so. Ich sehe, wenn ich keine Relationenmethode hätte, dann wäre die Komplexität nur von der Kollisionsmethode bestimmt. So. Und das ist eben die Frage. Gibt es sowas, wo ich keine Relationenmethode habe? Ja. Und was noch dazu kommt hier, ist, dass diese Rekorde irgendwie schneller wachsen als dieser Rekord. Erstens wegen der asymptotischen Entwicklung des Algorithmus selbst und zweitens, weil es auch noch einen wissenschaftlichen Fortschritt gibt. So, jetzt gucken wir mal an, was die Empfehlung ist, ja, vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Die Ordnung sollte 256 Bit haben und eine Primzahl sein und P sollte bei 2000 Bit ungefähr liegen. Das ist natürlich enorm. Dasselbe gilt auch für RSA. Ja, nochmal die Frage, kann man das untere vermeiden? Das ist im Wesentlichen der Punkt. Kann man das untere vermeiden? Ja, genau. Und das führt mich eben zu den elliptischen Kurven. Was man machen möchte, das ist das Ziel. Wir möchten nicht in diesem Rechenbereich hier rechnen, was wir vorher gemacht haben. Wir haben hierin gerechnet und zwar mit Multiplikation. Exponentiation beruht ja auf Multiplikation, fortgesetzte Multiplikation. Und das wollen wir eben ersetzen. Wir wollen diese Modulo-Multiplikation hier ersetzen. Wir wollen einen anderen Rechenbereich haben. Einfach einen anderen. Und zwar so, dass die Relationenmethode nicht funktioniert. So, wir brauchen diesen endlichen Rechenbereich. Wir brauchen eine endliche Menge mit einer Rechenoperation, zum Beispiel Multiplikation. Das ist aber nur ein Name. Wir brauchen nur sowas Ähnliches wie eine Multiplikation. Wir brauchen etwas, so dass das Folgende gilt. Ich habe zwei Elemente aus meinem Rechenbereich und dem kann ich ein neues Element zuordnen. Wie zum Beispiel 3 gegeben, 4 gegeben, multipliziere jetzt und erhalte 12. So eine Art von Fortschritt brauchen wir. Das nennen wir mal eine Rechenoperation. Könnte eine Multiplikation sein, Addition, aber in Wirklichkeit sind das auch nur Namen. Ich brauche einfach nur so ein Ding, egal wie ich das nenne. Dabei Gesetze gelten, zum Beispiel das Assoziativgesetz, Klammern will ich weglassen können. Oh ja, und das bedeutet, wenn man das als Mathematiker sagt, ich brauche eine sogenannte endliche Gruppe. Das heißt das einfach.
So, und die Frage ist jetzt, gibt es jetzt endliche Gruppen, in denen diese genannten Angriffe nicht funktionieren? Ich habe das eben angedeutet, was die Antwort ist. Die Kollisionsmethode funktioniert immer. Denn in der Kollisionsmethode habe ich eigentlich gar nichts benutzt. Ich habe ja nur die Exponentiation selbst benutzt. Und die Exponentiation selbst ist ja nur eine fortgesetzte Multiplikation. Und die Multiplikation ist ja meine Rechenoperation. Das heißt, sobald ich die Rechenoperation habe, sobald ich überhaupt die Gruppe habe, habe ich auch die Kollisionsmethode. Die gibt es also immer, ist nicht vermeidbar. Die folgt einfach aus dem Setting selbst. Deshalb nennt man das auch eine sogenannte generische Methode. Und die Frage ist, was ist mit der Relationenmethode? Genau, und das weiß man nicht, ob so oder nicht, aber jedenfalls gibt es einen Vorschlag von zwei Herren, Viktor Miller und Neil Koblitz, 1985 unabhängig voneinander. Auch kleine Story hier am Rande hier. Zwei Herren, die sowohl einiges miteinander gemein haben, als auch einige Unterschiede. Gemeinsamkeiten ist, erstmal sind ungefähr gleich alt, haben beide an sehr prominenten amerikanischen Universitäten in Zahlentheorie promoviert, mit sehr guten Promotionen in Harvard und in Princeton. Es gibt aber auch sehr große Unterschiede. Viktor Miller hat sich seinem Land gewidmet, patriotisch, und arbeitet für eine Firma, die ausschließlich für die amerikanische Regierung, das heißt insbesondere NSA und amerikanisches Militär, arbeitet. Und Neil Koblitz ist in die völlig umgekehrte Richtung gegangen, hat in den 70er Jahren zum Beispiel ein Jahr zusammen mit seiner Frau in Moskau gewohnt. Also kann man durchaus auch eine andere politische Einstellung allein schon aus den Taten vielleicht ableiten. Und das ist ja auch keine falsche Hypothese. Sehr interessant, in der Mathematik finden viele Leute zusammen, die ansonsten vielleicht nicht so zusammenfinden würden, und können sogar zivilisiert miteinander reden. Gut, also, Sie haben vorgeschlagen, sogenannte elliptische Kurven, ich hatte Ihnen am Anfang ein Bild gezeigt, über diesen endlichen Rechenbereich FP zu benutzen. Also wir rechnen weiterhin Modulo P, Addition, Multiplikation, aber wir machen darüber sozusagen dieses Bild, was ich am Anfang gezeigt hatte. Ja, das ist nochmal das Bild. Hier ist die elliptische Kurve und hier ist die Rechenoperation. Gegeben so ein Punkt und so ein Punkt, dem kann ich einen neuen Punkt zuordnen, und das ist der hier. Okay? Das ist meine Rechenoperation. So geht die. Das ist eine geometrische Konstruktion. Gegeben zwei Punkte, male die Gerade dadurch, spiegle hier, kommt das Ding unten raus. Hier ist diese Kurve, die ist durch eine Gleichung gegeben. Die Kurve oder diese Menge, man nennt die Kurve, besteht aus allen Punkten, die eben diese Gleichung hier erfüllen, also x-Koordinate und y-Koordinate. Ja, so, man sieht hier zum Beispiel, man kann eben spiegeln, weil wenn ich einen Punkt habe, kann ich auch y durch minus y ersetzen, habe ich wieder einen Punkt, weil ich dann wieder eine Lösung habe. Bei meinem Quadrat fällt es ja weg. So, ich habe hier diese Rechenoperation. Jetzt möchte ich mal eine kleine vielleicht Warnung für Sie aussprechen oder vielleicht ja einen benutzerfreundlichen Hinweis. Diese Rechenoperation wird additiv geschrieben. Das heißt, wie das ganz normale Plus. Wer das also mal sieht, wer das mal implementieren möchte zum Beispiel, wir haben hier ein Plus als Symbol. Ich hatte aber am Anfang gesagt, das Symbol ist vollkommen irrelevant. Es geht einfach nur darum, dass ich aus zwei Elementen ein neues Element machen kann. Und das ist alles, egal wie ich es hinschreibe. Ich hätte auch mal hinschreiben können oder Dreieck oder Viereck. Also nur weil bei elliptischen Kurven irgendwo ein Plus vorkommt, heißt es noch lange nicht, dass das was mit der normalen Addition zu tun hat. Ja, also denken Sie nicht, da ist ein Plus, also ist es einfach. Plus hat hier, das hat damit nichts zu tun. Man nennt das eine Addition, aber das ist nicht die normale Addition und ist ziemlich komplex. So, wenn man jetzt also so eine elliptische Kurve mit Koordinaten in diesem endlichen Rechenbereich gegeben haben kann, haben wir die folgenden Resultate. Es gibt ungefähr Punkte auf der Kurve mit Koordinaten in FP. Es gibt diese Rechenoperation, die ich Ihnen gerade hingemalt habe, für diese Punkte. Wir haben diese endliche Gruppe. Das ist genau das, was ich eben möchte, diesen endlichen Rechenbereich mit den schönen Regeln. Und wir können das diskrete Logarithmusproblem betrachten. Wir können definieren, was diskrete Logarithmen sind bezüglich eines Basispunktes. Den schreiben wir jetzt groß. Ja, den schreibt man groß. Und ja, genau, das können wir also machen.
Und ja, können wir das betrachten. Und wie ich schon sagte, Kollisionsmethode funktioniert immer. Relationsmethode weiß man nicht. Aber es gibt gute Argumente dafür, dass es jedenfalls nicht auf eine offensichtliche Art und Weise funktioniert. So, die Frage ist, also ist das sicher? Und wenn ja, welchen Parametern? Und die Antwort ist wie folgt. Vorbemerkung, erstmal, es gibt hier viele Parameter, die man wählen kann. Man muss hier nicht nur die Primzahl wählen, sondern auch noch die Kurve mit der Gleichung. Gibt hier viele Möglichkeiten. Und nach heutiger Forschung kann man sagen, dass im Großen und Ganzen die besten Angriffe auf elliptischen Kurven sind, bis auf manche Ausnahmen, diese sogenannten generischen Angriffe, die immer funktionieren. So, die besten Angriffe sind die generischen Angriffe, die immer funktionieren. Und jetzt muss man aber trotzdem noch eine gute Kurve wählen, muss man trotzdem die Parameter noch gut wählen. Das heißt, P muss erstmal groß genug sein, damit wir überhaupt genügend Punkte haben. Dann müssen wir auch noch einen Basispunkt wählen, für den die Ordnung groß genug ist. Und im optimalen Fall sind diese beiden Zahlen ungefähr gleich groß. Und das Ganze hängt nur von P ab. Das heißt, wir müssen einfach nur P groß wählen. Und was ist groß genug? Ja, groß genug heißt im Wesentlichen groß genug, so dass die generischen Angriffe nicht funktionieren. Und wenn wir da eine gute Kurve wählen, dann sind wir wahrscheinlich auf der sicheren Seite. Also, wir wählen P mit 256 Bit und dann kann man behaupten, würde ich auch sagen, es gibt jetzt hier, sagen wir mal, kryptografisch starke elliptische Kurven, muss man, wie gesagt, die Parameter gut wählen, so dass man sagen kann, das wird wohl in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten, zwei Jahrzehnte oder so, wohl nichts werden, das zu lösen. Und jedenfalls, solange wir keine Quantencomputer haben, wenn wir Quantencomputer haben, wäre ein interessantes Thema, ist alles unsicher. Ja, aber gut, okay. Das ist eine Spekulation, Quantencomputer ist auch interessant, aber das machen wir jetzt im Vortrag. Es gibt sogar auch hier Experten, die sagen, es gibt hier Kurven, die sind einfach sicher, Punkt. Es wird niemals in der Existenz des Universums einen Computer geben, der diese diskreten Logarithmen berechnen kann. Okay, und ich möchte nochmal betonen, man muss die Kurven gut wählen. In der Regel ist es schon so, wenn man die Kurve zufällig wählt, dass die generischen Methoden die besten sind, aber es gibt Ausnahmen. Und das sollte man nicht selber machen. Das sollte man schon Experten überlassen. Gut, dann möchte ich schließen. Die elliptische Kurve, so wie wir angefangen haben, so enden wir auch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.